Ich habe auch natürlich lange überlegt, ob ich klassische Fotografin sein kann, ja. Ich habe mich ja halt auch einfach selber besser kennengelernt und habe gemerkt, dass ich viel konzentrierter, viel intensiver und mit viel mehr Output arbeiten kann, wenn ich das für mich alleine mache. Mein Name ist Christiane Feser, ich bin Künstlerin und arbeite in Frankfurt am Main. Ich nenne meine Bilder Fotoobjekte, weil es sind ja keine Fotografien mehr, sondern es sind dreidimensionale, fast plastische Bildobjekte, die sowohl auf das Licht im Raum reagieren, dadurch, dass da Elemente sich öffnen und Schatten werfen, aber gleichzeitig ist die Grundlage die Fotografie. Es gibt wahnsinnig viele Faktoren, die wir im technischen Bild gelernt haben zu interpretieren, aber die eigentlich ganz anders sind als unsere Wahrnehmung. Ich versuche eben dadurch, dass ich dieses menschliche Sehen so ganz nah an das technische Bild heranbringe, dadurch, dass es das gleiche Material ist zum Beispiel, versuche ich da diesen Zwischenraum so erfahrbar zu machen und vielleicht auch die Diskrepanz zwischen dem technischen Bild und dem menschlichen Sehen. Jetzt werden Bilder inzwischen die neue Sprache auch und lösen ja immer mehr die Worte ab, und deswegen finde ich es so interessant, sich das Bild mal ganz genau zu erschließen. Und das mache ich mit den Händen tatsächlich. Also auch ich entdecke in so einem Bild, wenn ich da tagelang davor stehe und darin schneide oder steche oder es irgendwie aufhämmere, immer noch Dinge, die mir nicht bewusst waren. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, welches Papier man da verwendet. Die Stecknadeln brauchen eine ganz andere Festigkeit als die Partitionen. Bei der Sonderedition. Ja, da ist es nochmal so ein besonderer Fall. Das ist ja so ein ganz hauchdünnes Papier, was nur 8 Gramm hat. Also fast schon wie so eine Serviette, die man auseinanderzieht. Das ist so das Allerdünnste, was geht. Das Papier verhält sich eben jedes Mal ein bisschen so, wie es will. Das hat so seinen eigenen Kopf sozusagen. Und das plane ich natürlich ein, tatsächlich. Ich arbeite schon spezifisch so, dass der Zufall immer Raum hat. Bei der Serie der Partitionen ist es zum Beispiel so, dass ich immer ähnliche Papiermodule falte. Aber durch die Wahl des Papiers, was eben nicht sehr dick ist, was sich mal ein bisschen auswölbt, mal wieder ein bisschen strenger fällt, ist keines dieser Module identisch mit dem nächsten. Und da passiert viel Zufälliges. Und später beim Arbeiten mit dem Bild entdecke ich eben Details, Elemente und versuche die auch sichtbar zu machen für den Betrachter, dadurch, dass ich sie nach vorne hole. Also ja, das interessiert mich an diesem Prozess so sehr. Dass der Betrachter auch ganz bewusst sehen muss und versuchen muss, zu verstehen, was er da eigentlich gerade vor sich hat. Bei einzelnen Bildern kann ich das ziemlich deutlich spüren, dass es fertig ist und so. Dass es nichts mehr von mir will, das Bild, ja. Aber ansonsten ist immer ein Zweifel da, ja. Klar. Fände ich auch komisch, wenn der nicht da wäre. Also vor allem geht es mir immer so nach Ausstellungseröffnungen. Wenn man wirklich lange Zeit auf so ein Datum hingearbeitet hat, dann ist der Kurier gekommen, hat alles zum Rahmenbauer gebracht und dann sitzt man in dem leeren Atelier. Da denke ich dann schon manchmal so, was soll jetzt noch, was soll jetzt kommen?